Ja, liebe Freunde, danke, dass ihr wieder dabei seid zum nächsten Part mit der Roma. Und wir haben heute am 2. Januar das Duell mit Bergamo, die tatsächlich in diesem Jahr nicht so gut unterwegs sind. Also die kann man wahrscheinlich nicht mit Bergamo aus der echten Fußballwelt vergleichen. Aktuell nur auf Platz 10, wobei man sagen muss, 10 Punkte hinter uns. Also so groß sind die Abstände hier generell noch nicht. Aber ja, schon eine Partie, wo man sagen, also Punkten ist natürlich Pflicht, aber das Ding wollen wir auf jeden Fall auch gewinnen versuchen. Wir müssen auf den verletzten Mondi und auf den verletzten Solbakken verzichten. Das heißt, generell ist der Kader momentan noch ein bisschen zu klein, weil wir ja aktuell noch nach einer Verstärkung suchen. Gerade im Verteidigungsbereich brauchen wir noch wen. Innen auf jeden Fall, eventuell noch rechts hinten, aber da haben wir zumindest Tomiyasu, der rausrücken kann. Ja, und sonst haben wir schon einiges besprochen im letzten Part, was so Transfers und Co. angeht. Das war ja ein richtig schöner Kaderplanungspart bzw. Recap-Part, wo wir auch einiges anderes angeschaut haben. Das heißt, jetzt werden wir einfach mal schauen, ja, wie sich das so weiterentwickelt. Gerade transfertechnisch könnte es ja noch sehr interessant werden. Wir konzentrieren uns aber jetzt mal auf diese Partie gegen Bergamo. Die Aufstellung passt mir soweit recht gut. Ich würde den Kronbeck momentan mal auf die Bank tun, aber den werden wir dann einwechseln, dass er sein Debüt feiert. Ansonsten eben auch Tobias im Tor mit seinem Debüt. Ich finde es schlimm, dass unser verliehener Ersatzkeeper die Nummer 1 hat und ich sehe ihm, aber das war am Anfang der Saison wahrscheinlich so, dass der sie bekommen hat. Kronbeck bekommt die 10. Und dann werden wir mal schauen. Also ich bin sehr, vor allem auch sehr gespannt, wie Kasper Tobias heute im Tor so performt bei seinem Debüt. Bin natürlich optimistisch, dass das eine richtig gute Verpflichtung war, aber das ist natürlich immer ein bisschen eine Frage der Tagesform und des Glücks, wie man dann auch beim neuen Verein reinkommt. Gerade am Anfang wird es vielleicht auch ein bisschen Zeit brauchen. So. Generell natürlich Bergamo immer gefährlich, immer starker Kader. Daher müssen wir aufpassen, sie spielen in einem 4-4-2-System, das ja natürlich sehr flexibel ist. Kann man sehr offensiv und sehr defensiv spielen. Palewski zieht nach innen, macht das richtig gut. Endrick und da ist Riesnes. Glück, dass der Ball genau zu ihm kommt und er macht in der 15. Minute hier die Führung für unsere Mannschaft. Starke Aktion hier auf jeden Fall von Salewski. Super Antritt und der Pass war gut. Endrick nimmt ihn eigentlich gut mit, wird getackelt und dann kommt der Ball genau zu Riesnes. Der hier sehr gut einschießt und damit die frühe Führung für uns. Piccoli wird von Endrick getackelt. Dann ging es aber ein bisschen zu schnell. Der Pass von Esposito links raus nicht gut gespielt. Damit sind sie wieder im Ballbesitz. Tomiyasu kriegt ihn unter Kontrolle. Reguilón, Endrick. Boah, wie stark macht er das bitte? Allein gegen zwei, dann die perfekte Flanke und Esposito trifft. Das ist Weltklasse, was der Endrick gerade veranstaltet hat. Wie er den da vorbeigelegt hat, ist sensationell. 16. Minute, nur eine Minute später die Aktion hier. Schaut euch das an. Oh, wie er Jakic hier vernascht. An die Flanke und Esposito setzt sich durch. Genauso will ich es halt haben, dass der über links dann für Torgefahr sorgt. Entweder weil er selbst nach innen zieht oder eben mit solchen starken Assists. Große Klasse hier von Endrick. Endrick wird hier getackelt. Da verliert er ihn mal. Vielleicht jetzt mal die Chance für Bergamo. Spielverlagerung auf rechts. Terracciano allerdings mit der Balleroberung. Was wird jetzt draus? Recht verhaltenes Pressing hier von uns. Wir stellen so ein bisschen zu, aber gehen nicht wirklich aggressiv drauf. Hier dann schon mehr und Ballgewinn. Riesnes mit der starken Spielverlagerung links raus auf Reguilón. Ja, mit der Flanke. Esposito ist da und wir gehen mit 3 zu 0 in Führung nach 30 Minuten. Was ist denn das für eine Partie? Damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet heute. Sensationell.
Aber Reguillon ist ein unfassbarer Knipser. Esposito. Nicht Reguillon. Aber der Assist von Reguillon war gut. Tobias bisher noch nichts zu tun gehabt. Und die erste Verletzung jetzt im Spiel, der erste Wechsel durch Bergamo. Ojakic, vielleicht jetzt mal die Chance für Tobias zu zeigen, was er kann. Nein, Ballgewinn und Konterchance. Eduardo Bove, Zalewski geht nach innen, macht es richtig gut und der Abschluss ist dann kein Problem für Musso. Den Musso haben. Aber ja, 3-0 zur Pause, sensationell. Von allen Mannschaftsteilen perfekt, wir haben nichts zugelassen, wir waren offensiv richtig gut. Absolut nichts auszusetzen natürlich. Ich denke, ich gebe Kronberg jetzt gleich in der Halbzeit sein Debüt. Warum nicht? Ja, weiter geht's. Wir haben danach ja eine Woche Pause und dann haben wir eine englische Woche mit dem Pokalfight gegen Inter. Da haben wir sehr denkbar schlecht erwischt, wahrscheinlich der schwierigste Gegner im ganzen Land, den wir da gezogen haben in der dritten Pokalrunde. Hendrik holt ihn sich super wieder, bleibt am Ball und dann wird er noch abgefälscht. Ecke Reguillon. Da haben wir unseren neuen Spielmacher Kronbeck. Der Pass war richtig gut. Reguillon und Zalewski. Musso mit der Parade. Ecke Kronbeck. Wieder kein Problem für Musso. Da Terragiano, Zalewski. Uwe, beinahe Esposito wieder, der hat schon gelauert. Zalewski eigentlich auch ganz gut in Form heute, auch wenn es da jetzt gerade nicht geklappt hat. Reguillon, Balleroberung, Kronbeck an den Pfosten oder Latte, ich weiß nicht genau, auf jeden Fall Aluminium. Ist das eigentlich wirklich Alu? Das habe ich mir auch noch nie Gedanken gemacht. Ecke Borna Sosa. Und da wäre Tobias chancenlos gewesen. Aber wieder mal Aluminium, das rettet. Bove und Cristante werden müde, so wie auf den Flügeln haben wir jetzt ebenfalls das Thema. Ich bringe Selemekers rechts außen für Zalewski und ich bringe Ruhe für Cristante. Damit haben wir für die Schlussphase dann noch zwei Wechsel. Tobias ist ein sehr guter mitspielender Torhüter. Er ist am Ball wirklich gut. Da läuft er gerade richtig gut, der Ball. Selemekers rechts außen und Endrick im Rückraum. Reguillon kriegt ihn. Starke Vorstellung von Reguillon heute. So. Wer ist jetzt müde? Eduardo Bove. Da könnte man jetzt Pisili vielleicht mal bringen. Den 23-Jährigen oder Manini. Aber finde ich Pisili etwas stärker. Minimal halt vielleicht. Und dann werde ich auch noch Carmona bringen für, ich würde sagen für Esposito, weil der jetzt eh nicht ganz fit war. Dann soll Endrick vorne noch Stoßstürmer spielen die letzten 15 Minuten. So, Reguillon. Pisili verliert ihn und dann geht schnell Piccoli und der hätte beinahe gepasst. Also da war er definitiv einfach zu langsam. Das muss er natürlich besser lösen unter Druck. Carmona. Man
Man merkt schon, dass wir ein bisschen Qualität rausgenommen haben. Aber viel zulassen tun wir jetzt trotzdem nicht. Ndicka kann ruhig ein bisschen weggehen. Terragiano, 83. Daily Makers hat eine 6,9, ganz okay heute. Den haben wir auch als Box-to-Box überlegt, stimmt. Und der war gar nicht schlecht, gut nach innen gezogen, Abschluss war ganz okay, Musso wehrt ihn zur Ecke. 83. Kronbeck. Ach, Pisili. Er macht bisher keinen guten Eindruck. Gut abgelaufen. Der war gut von Pisili. Traumpass von Kronbeck. Und der Abschluss ist aber harmlos. Kronbeck auch mit einer 7,0. Gutes Debüt. Tobias 7,0. Ist Tobias Kapitän, habe ich das richtig gesehen? Stimmt, den haben wir als Ersatzkapitän nach Cristante, glaube ich. Musa ist durch. Ja, da ist es passiert. 1:3. Schade, dass der nicht bei seinem Debüt zu 0 spielt. Da waren wir nicht clever genug. Carmona hat sich hier nicht gut angestellt. Dann kommen wir hier nicht in den Zweikampf, um den Pass zu verhindern. Und der Pass ist super gespielt. Tomiyasu verschläft so ein bisschen. Ist jetzt kein gravierender Schnitzer dabei gewesen. Das haben sie schon sehr gut gespielt. Und das war's. Wir gewinnen 3:1 gegen Bergamo. Also damit bin ich natürlich super zufrieden. Das war eine richtig, richtig gute Vorstellung. Ausgezeichnet. So. Kronbeck mit seinem Debüt. Esposito wieder super in Form. 6 Spiele ungeschlagen. Ausgezeichnet. So, jetzt wollte ich noch kurz was schauen. Und zwar bei der Auswahlliste. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es Schalke war oder hier. Da war doch dieser kroatische Linksverteidiger. Knežević. Da habt ihr gemeint, dass ich den unbedingt versuchen soll zu holen. Obwohl der so viel gefordert hat von der Rolle her. Ich probiere das jetzt einfach tatsächlich mal. Gehen wir mal auf 2,5. Wir haben das mehr rauszuholen ist. 2,5 und machen wir noch eine Ratenzahlung, die wir noch dazu reingeben. Können wir noch 1 Million über die nächsten Jahre zahlen. 3,5. Schauen wir mal. Ihr habt gemeint, dass wir den unbedingt für links hinten holen sollen. Wahrscheinlich habt ihr das jetzt ja auch im letzten Part unter die Kommentare geschrieben, aber da habe ich es leider nicht gesehen. Noch nicht. Aber ja, man kann ja probieren, den vielleicht zu bekommen, auch wenn da andere wohl interessantere Clubs dran sind. AOA bestätigt Wechsel zu Atletico, das ist schon mal richtig gut für uns. Den würden wir halbwegs gut wegbekommen. Finanziell nicht so interessant. Ein bisschen mehr. Eindhoven mit 23 Millionen für Decreson. Die sind an Renato Martins dran von Genk. Unserem Ex-Spieler. So, dann haben wir Cedric Dago, den ich gerne loskriegen wollen würde. 20% Beteiligung am Weiterverkauf, schadet nicht. Versucht es bei den jungen Spielern jetzt einfach irgendwie reinzuhandeln. 15. So, AOA besteht Wechsel, das heißt, wir kriegen 2 Millionen gut geschrieben und sparen uns auch einiges an Gehalt, nämlich 3,6 Millionen. Isnes erleidet Krankheit, Grippe. Wäre ich eher nach Hause schicken, damit er mir niemanden ansteckt, oder? Nein, schickt man zum Arzt. Da wird dann natürlich Kronbeck übernehmen. Das. Top New Gen von Inter. Da haben wir Knežević. Dann hat man noch Alexander Arsic, ein interessanter Stürmer. Auch schon 20, das klingt so schlimm. Er wird nicht empfohlen, finde ich aber gar nicht so uninteressant. Mal abwarten. So, jetzt bin ich gespannt, ob sich noch was transfertechnisch jetzt tut, was auch die Innenverteidigung angeht. Da haben wir ja Vitor, den Brasilianer, angefragt. Oder Victor.
Da müssen wir mal schauen. Genua ist gut in Form, habe ich da gerade gesehen. Sechster, unser nächster Gegner. Anderlecht ist an Martins dran. Die Frage ist, ob wir da vielleicht einsteigen sollten. Er wäre rechts außen, links außen nach innen ziehen, ja gar nicht so schlecht. Und verhältnismäßig günstig. Unser Ex-Spieler. 1 Million. Eins Komma vier. Eins Komma sieben insgesamt. Für den Spieler glaube ich noch immer okay. Schauen wir uns noch mal kurz an, was sagen die Scouts zu ihm? Drei. Gar nicht so interessant. Ihn trotzdem, dass der ganz gute Fähigkeiten hat. Schauen wir mal. Ist jetzt keiner, der super notwendig wäre, aber wir können ja mal abwarten. Luongo, 17 Jahre jung, nicht benötigt. Da streiche ich mal Gewinnbeteiligung und Zubeteiligung. Passt. Da fordern wir Ähnliches. Knesewitsch wurde abgelehnt. Dann würde ich sagen, fordern wir, bieten wir einfach 2 Millionen über die nächsten Jahre. Okay, geht noch immer nicht. Dann vielleicht noch nach 50 Ligaeinsätzen 200. Machen wir mal so. So, die hätten gerne Manini. Übernehmen das Leihgebühr, das wäre Serie A und Rotationsspieler klingt gut. Parisi. Schauen wir mal. Wer ist das eigentlich? Auch nicht benötigt, weil nicht genug Potenzial. Beteiligung am Weiterverkauf 20%. Dann werden wir das bei den anderen auch versuchen reinzuhandeln. Das schadet sicher nicht. 25k. So, Luongo. Wer war das nochmal? Auch auf nicht benötigt auf jeden Fall. Ah ja, das war ja das, wo ich schon ein Gegenangebot eigentlich gemacht habe. Ich mache das jetzt einfach gleich so nochmal. 30%. Also sollte aus denen noch irgendwie was Großes werden, was wahrscheinlich nicht der Fall ist, dann kriegen wir ein bisschen was dazu. So, dann haben wir einen 17-jährigen Stürmer, Carnevali. Ja, vom Gehalt her übernehmen wir uns nicht viel. Crotone Serie B. Schauen wir, ob wir da ein bisschen mehr hinkriegen. 50%. Sodini nicht verhandelbar, nehmen wir alle an. Sorry, dass man die. Das sind jetzt alles Spieler, die nicht wirklich Potenzial haben, die ich auf die Transferliste gesetzt habe. Da brauchen wir schon ein bisschen mehr. Das ist echt wenig. Rotationsspiele in der Serie B. Da warten wir auf bessere Angebote. Nicht verhandelbar, auch nicht verhandelbar. Federico Portone, der ist eigentlich auch gar nicht so uninteressant. Das ist ja unser Stürmer aus der ersten oder in der ersten Mannschaft, unser Talent. Prozent würden sie übernehmen. Stammspieler auf jeden Fall in der zweiten Liga, das wäre ganz gut. Keine Angebote für 20 Spieler. So, Piccolo nehmen wir an. Ja, Paris Nice können wir dann mal schauen. Gewinnbeteiligung im Weiterverkauf. Gehaltsbeteiligung wollen die aber auch haben. Der hat noch 2 Jahre Vertrag. Das finde ich nicht gut, das Angebot. So, und Angebote Leihbasis Longhi, zweite deutsche Liga. Aber ein bisschen was vom Gehalt muss halt schon drin sein. 60%, sehr gut. 60 bietet Bochum, 70 bietet Regensburg. Okay. So, Angebot für Martins wurde akzeptiert. Bin halt echt unsicher. An Renato Martins eigentlich ganz cool. Wir haben den ja gefördert. Der wäre durchaus ein Spielmacher-Typ. Oder jemand, der von links außen nach innen ziehen kann. Körperlich ist er halt. Er ist erst 18. Das kann man schon machen. Er ist jetzt natürlich finanziell nicht so begeistert.
Aber 900 finde ich jetzt ehrlich gesagt für so ein 18-jähriges Talent schon ganz gut. Vor allem, da sind einige grüne Werte dabei. Mit Nervenstärke, Übersicht, Passen und so weiter auch gar nicht unwichtige. Dann hätte man ein weiteres Ex-Talent von uns mitgenommen. Das würde ich schon cool finden. So, Chelsea ist hier an jemanden dran. Rechtsverteidiger aus Nikosia. United gibt jetzt Angebot für Knezovic an, potenziell 6 Millionen. Da sind jetzt einige an Martins dran. Kaufoption, keine Beteiligung. 10%. Angebot ist halt auch wieder richtig kacke. So, Gegenangebot für Knezevic. Die gehen jetzt auf 7,5. fünf und dann nochmal 4,4. Ich nehme das jetzt an. Bin mal sehr gespannt. Hat natürlich größeres Interesse, zu den anderen zu gehen, deswegen Starspieler. Die Rolle, habt ihr gemeint, soll ich bei ihm im Kauf nehmen? Ich würde auch gar nicht zu viel verhandeln, ehrlich gesagt. Ich gebe dem sogar ein bisschen mehr, damit er sich vielleicht wirklich für uns entscheidet. 69 Millionen Ausstiegsklausel wäre natürlich der Hammer, weil es halt finanziell einfach ein super Deal für uns wäre. Auch wenn ich ihn am liebsten ohne Klausel hätte, muss man halt schauen, ob man die vielleicht irgendwann mal einverhandeln kann. Ja, da sind natürlich einige interessiert. Also, wenn das Angebot von United angenommen wird, dann wird er wohl dahin gehen. Würde mich wundern, wenn nicht. Haben wir hier? Da ist noch, also Dago, Probetraining. Oh, das habe ich übersehen. Können wir von mir aus machen. Longi verletzt, Platzwunde, Schutzkleidung. Das soll sich einfach 4 bis 7 Tage erholen. Dago bestätigt Wechsel zu Crotone. So, da haben wir ein ganz brauchbares Talent, aber irgendwie Scouts meinen, dass der sehr gute Zukunft haben könnte. Ich glaube, Potenzial einschätzen ist als Scout extrem schwierig. So. Sporting bietet Parisi ein Probetraining an. Von mir aus. Parisi bestätigt Wechsel zu Bergamo. Okay. Das ist nicht so schlecht für uns, weil, wie gesagt, ich glaube nicht, dass der gut genug ist vom Potenzial her. 600.000 und 25% Weiterverkauf. So, Manini geht auf Leihbasis zu Perugia. Robertson verletzt, Cristante, Virus, den schickt man nach Hause. Also jetzt wird es schwierig. Vor allem gerade jetzt in dieser englischen Woche gehen uns jetzt so ein bisschen die Spieler aus. Das wird jetzt sehr interessant. Vielleicht sollte man generell noch schauen, ob wir noch irgendwelche Jungs kriegen, die uns verstärken könnten. Bove könnten wir jetzt theoretisch mal zurückziehen und dann Selemakers als Box-to-Box probieren. Aber die Bank wird schon dürftig besetzt sein jetzt. Vor allem Galeta und Botone. Müssen wir jetzt mal kurz schauen. Die habe ich nämlich, glaube ich, gerade verfügbar gemacht. Beide nicht verfügbar. So. Also Mondi, 5 Wochen. Okay, Cristante, 2 Wochen ist nicht schlimm. Solbakken fällt lange aus. Risnes fällt nicht lange aus. Longhi auch nicht. Aber wir brauchen jetzt dringend neue Leute. Was ist denn jetzt mit Victor? Vitao. Nicht Victor. Dann entscheideten sich der endlich. Leicester, Alkmaar, Salzburg, da müssen wir uns ja durchsetzen können. Der wäre schon mal wichtig. Und jetzt ist eben die Frage, wenn wir jetzt da einige Abgänge im zentralen Mittelfeld haben, ob wir da vielleicht jemanden leihen. 7,8. Wir könnten uns Risnes jetzt tatsächlich als Kaufoption sogar leisten. Martins und Knezovic wird halt auch teuer. Frage ist, ob wir Martins dann vielleicht nicht streichen. Aber ich finde ihn schon ganz cool. Bin mir noch nicht sicher.
Schauen wir noch ein bisschen weiter. Vitao wäre halt wichtig. So, trainieren tun sie insgesamt gut. Durchschnittliche Trainingsnote 8,11. Das wird heftig, gerade jetzt mit dem Minikader. Frage ist, was wir jetzt noch groß unternehmen können. Im Endeffekt nicht wirklich viel, weil wenn die Jungs jetzt nicht kommen, da fallen ja einige jetzt nicht so lange aus. Da müssen wir halt, alter Schwede, das ist eine katastrophale Bank. Also gut wechseln könnte man nur Kruev und Carmona. Das war's. Aber ich kann es jetzt nicht ändern. Robertson ist dann auch gleich wieder da. Robertson kann ohne besonderes Verletzungsrisiko spielen. Dann nehmen wir den mal auf die Bank mit. Großartig. Okay. Dann sage ich mal danke fürs Einschalten. War schon mal interessant. Im nächsten Part dann mal das Spiel gegen Genua in der Liga. Platz 6, wie gesagt. Also kein schlechter Gegner. Und dann haben wir auch noch das Pokalspiel gegen Inter. Mal schauen, ob sich das im nächsten Part ausgeht, aber ich denke schon. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal.